Genau darüber wollen wir jetzt reden, über den Krieg in der Ukraine, wo er steht und vor allem, welche Perspektive es eigentlich geben kann zu einem Ende dieses Krieges. Ich freue mich, dass ich darüber reden kann mit der Verteidigungsexpertin der FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, und mit dem Politikwissenschaftler Professor Christian Hacke. Herzlich willkommen. Hallo. Guten Abend. Frau Strack-Zimmermann. Schönen guten Abend. Wir haben im russischen Fernsehen Bilder präsentiert bekommen. Also es war für die russische Bevölkerung, aber auch für uns. Die zeigen Wladimir Putin in den besetzten Gebieten in der Ukraine. Wir wissen inzwischen, es ist nicht ganz klar, wann diese Bilder entstanden sind. Aber ganz klar ist es, dass sie gezeigt werden sollen und dass sie eine Botschaft offensichtlich vermitteln. Welche Ihrer Meinung nach, was will der russische Präsident mit diesen Bildern, mit diesem Besuch an Botschaft senden? Naja, das ist jetzt eine Frage der Interpretation, aber wir gehen davon aus, er will zeigen, das sind russische Gebiete. Wir haben das so gut wie im Griff. Und jetzt schaue ich mal nach, wie es steht. Der Film geht ja noch weiter, dass dort Leute begrüßt werden, die sich bei ihm bedanken, weil die Einrichtung so schön ist, die man geliefert hat. Das ist natürlich sehr viel Theater. Auch dieses Narrativ, auch nach Russland senden, seht ihr. Wir haben die Nazis, von denen Putin ja immer spricht, besiegt in der Ukraine. Und es macht Fortschritt. Und also es ist auch eine Innenwirkung. Dass er da einfach hinfährt und die Truppen besucht oder von Schwäche, weil er beweisen muss. Ja, das hat er ja sehr lange nicht gemacht, aber Selenskyj hat es immer wieder gemacht. Selenskyj ist immer wieder erschienen. Und ich gehe mal davon aus, dass man ihm geraten hat, sofern man ihm raten kann, dass er sich auch mal zeigt. Man muss nur immer wieder wissen, wie echt sind diese Bilder? Sind sie wirklich, Sie sagten es gerade, wann sind sie entstanden? Insofern bin ich immer bei dieser Auswertung dieser Fotos oder dieser Bilder sehr, sehr vorsichtig, weil eine Strategie Russlands auch ist, uns, auch den Westen, beziehungsweise die eigene Bevölkerung, eben mit Bildern auch klarzumachen, alles läuft nach Plan, militärische Aktionen, das Wort Krieg fällt ja nach wie vor nicht. Es gibt eine zweite Botschaft, die gesendet wurde an die eigene Bevölkerung. Das ist die Umstellung der Einberufung auf das digitale System, Herr Professor Hacke. Also das heißt, es muss niemand mehr vor einem stehen, den Einberufungsbefehl in die Hand drücken, sondern das geht jetzt eben auch online sozusagen. Was für eine Botschaft steckt darin, Ihrer Meinung nach? Ja, eindeutig. Die Botschaft ist das und ergänzt das, was Frau Strack-Zimmermann gerade gesagt hat. Also es ist eindeutig, dass nun dieser Mann in finsterer Entschlossenheit ist, nun auch seine Truppen aufzustocken und auch deutlich macht. Und das ist vielleicht ist das der Vorteil im Unterschied dann zu Herrn Selenskyj, dass er natürlich für die nächsten Monate und vielleicht auch Jahre sehr viel mehr Manpower durch brutale Methoden generieren kann. Vielleicht ist das die Entscheidung im Krieg. Wir müssen uns auf einen Mann einstellen, den müssen wir nicht dämonisieren, der ist schlimm genug, aber er ist finster entschlossen und wir würden gut daran tun, ihn realistisch zu betrachten, dass in all diesen Dingen, was den Krieg anbelangt, er nicht klein beigeben wird. Und das hat Schlussfolgerungen für unsere Überlegungen auch. Und da können wir nicht nur nach Wunschdenken gehen, sondern müssen sehr realistisch uns die Dinge betrachten. So, Frau Strack-Zimmermann, wo steht dieser Krieg? Also im Moment sieht das aus wie eine Art von Patt. Keine großen Geländegewinne für beide Seiten. Wie groß ist Ihrer Meinung nach die Gefahr? Und Sie sind ja immer die Befürworterin gewesen dieser Waffenlieferung, dass trotz aller Waffenlieferungen sich daran so schnell nichts ändert. Frau Maischberger, wenn wir die Ukraine nicht unterstützt hätten, wenn der Westen übrigens neben humanitär und wirtschaftlicher Hilfe keine Waffen geschickt haben, es sind übrigens nicht nur Waffen, es ist im Winter gewesen, warmes Material für die Soldaten, damit sie nicht erfrieren, um ein Beispiel zu nennen. Wenn wir das nicht gemacht hätten, dann hätte die Ukraine diesen Krieg bereits verloren. Das heißt, dass sie 14 Monate das durchgestanden hat, hätte ihnen wirklich auch Militär, Generäle, Journalisten, Politiker nie für möglich gehalten. Also insofern war das das Richtige. Das wird auch weiter gemacht. Jetzt ist auch unter anderem neben Air Defense, das ist immer das große Thema, Artillerie, auch der Leopard 2 Panzer in die Ukraine verlegt worden. Das heißt, dass diese Situation, die wir heute haben in Bachmut, also diese Stellungskämpfe, wären, wenn wir vor Monaten gehandelt hätten, wären wir nicht an dieser Stelle oder wären wir, wäre die Ukraine nicht an dieser Stelle. Sie hatte nicht die Möglichkeit, diese Masse an sowjetischen Panzern aufzuhalten, russischen Panzern. Und das zeigt,
wie wichtig es ist, dass wir das jetzt nach wie vor liefern. So, und die Perspektive, wir haben es ja schon angerissen. Also, wir haben gesagt, bei den Panzern erstmal nein, bei den Kampfjets erstmal nein. Jetzt kommen Kampfjets aus alter DDR-Produktion, aus Polen dahin. Und die Vermutung steht im Raum, was kommt als nächstes? Sind das die westlichen Kampfjets? Sind das die Bodentruppen? Nein, also wir dürfen ja nicht, in diesen 14 Monaten ist ja sehr viel passiert. Manchmal kommt es mir vor, als ob es schon Jahre wäre. Mhm. Sie erinnern sich an den Auftritt der ehemaligen Verteidigungsministerin, die über einige Helme sprach, wo alle noch schmunzelten. Wir sind ja heute geradezu kein Geheimnis. Wir haben inzwischen grundsätzlich Lieferungen gemacht in einem hohen Wert. Ich weiß, aber die Frage ist, wo endet es? Das war jetzt die Frage. Das kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich kann Ihnen Folgendes sagen. Es wird keine westlichen Flugzeuge, wir sprechen von Deutschland, Tornados oder Eurofighter in der Ukraine geben. Weil Deutschland bildet ja gerade ukrainische Soldaten an der Panzerhaubitze aus, am Gepard, an Luftabwehrsystemen. Aber das sind Plattformen, die können Sie nicht in ein paar Wochen jemand in die Hand drücken. Das wird nicht passieren. Bei den MiGs, es war gerade davon gesprochen, ist es was anderes. Weil dort, das ist 1:1, das ist sowjetischer Bestand, deswegen hat Deutschland auch noch Zugriff auf einige DDR-Maschinen. Okay. Die können das sofort ist also genutzt werden. Sozusagen Ende für Sie der Fahnenstange, Professor. Aber wenn Sie mir noch einen Satz erlauben, weil das gerade im Raum stand. Ja. Es wird keine westlichen Bodentruppen in der Ukraine geben. Mhm. Weil eins ist von hoher Relevanz, wir sprechen hier von einem völkerrechtswidrigen Angriff. Das heißt, völkerrechtskonform ist, dass wir helfen mit Material. Aber es wird kein deutscher Soldat oder ein europäischer Soldat einen Fuß auf den Boden der Ukraine setzen. Herr Hacke, Sie waren immer skeptisch, was Waffenlieferungen angeht. Im Moment sind Sie dafür, was diese Frühjahrsoffensive angeht. Und dann was? Nur noch einen Satz, Frau Strack-Zimmermann, Entschuldigung, es ist das Alter. Ich komme mit den Namen manchmal durcheinander. Ich musste schmunzeln, weil die zweite Hälfte war Frau Karrenbauer. Ja. Die ist Geschichte, ich noch nicht. Nein, aber Sie müssen, sehen Sie es mir bitte nach. Ja, kein Problem. Es ist das Alter. Also, ich glaube, erstmal stimme ich Ihnen zu, dass die Waffenlieferungen wichtig waren. Ohne die amerikanischen, auch die europäischen, aber ohne die amerikanischen Waffen wäre die Ukraine überrannt worden. Da gibt es kein Vertun. Also man muss irre sein, wenn man dem nicht zustimmt. Ja? Und jetzt? Das ist das Erste. Aber zweitens ist natürlich die Frage, wie es weitergeht. Ich bin nicht das Orakel von Delphi, sondern gehe ja auch sozusagen mit dem Stock durch den Nebel. Aber wichtig ist, glaube ich, hier die Waffenlieferung in einen Zusammenhang zu stellen zum Politischen und zur Frage der politischen Strategie überhaupt. Wo soll das hinführen? Mhm. Und dann sage ich erstens, Waffenlieferung aus meiner Sicht, jetzt wäre der Plan A, und wir wünschen uns das alle, dass meinetwegen die Ukrainer durchstoßen bis an die Grenze der Krim und im Osten Gebiete zurückgewinnen. Und alles, was ich jetzt auch sage, oder vieles von dem, wünschte ich, dass ich Unrecht habe. Verstehen Sie mich richtig? Aber trotzdem will ich es klar sagen, weil wir diesen Mann ernst nehmen müssen und todernst nehmen müssen. Das bedeutet für mich erstens, wir müssen zusehen, dass dieser Krieg so schnell wie möglich beendet wird. Und das kann nur dann sein, wenn beide Seiten verhandlungsbereit sind und ich sehe weder einen Sieg der Russen, also das sehe ich nicht. Mhm. Auf der anderen Seite hoffe ich auf einen Sieg der Ukrainer, den sehe ich aber nicht, aus verschiedenen Gründen, die wir näher erörtern könnten. Also wäre für mich jetzt in dieser Situation der Wunsch, die Frühjahrsoffensive steht ja bevor der Ukraine, wenn es in einem Patt enden sollte, was die Vermutung ist, dann wäre meiner Meinung nach angezeigt, dass der Westen sagt, so, jetzt hören Sie zu, in der Ukraine und Selenskyj. Es kann keine weiteren Waffenlieferungen mehr geben, alleine nur mit der Siegstrategie, die irreal ist, sondern sie müssen sich an den Tisch setzen. Und Verhandlungen heißt hier, da müssen wir genau unterscheiden. Mhm. Ich halte es erstmal für wichtig, zu einem Waffenstillstand zu kommen. Die haben so unterschiedliche territoriale und andere Ansprüche, die beiden Seiten, die sind nicht auf einen Nenner zu bringen. Also wäre nach Vorbild zum Beispiel des Koreakrieges schon ein enormer Gewinn, wenn überhaupt es zu einem Waffenstillstand käme. Das ist alles wackelig, auch was ich sage. Ob Erstverhandlungen nötig sind, damit man dann zum Waffenstillstand kommt. Ob es dann sozusagen eine entmilitarisierte Zone gibt. Wo sind die Truppen? Aber es muss alles getan werden. Wir haben bisher nur Waffenlieferungen gemacht. Der Westen muss sich diplomatisch stärker engagieren. Und das kann er nur, wenn er eben in diesem Sinne auch Druck macht auf Selenskyj, auf Russland und aus einer Situation heraus, wo die
wo die Ukraine in einer relativ starken Position ist, sollte sie jetzt Land gewinnen, dass dann Verhandlungen an. So. Aber der Krieg darf so nicht das weitergehen. Das ist ein Plan B, wenn ich Sie richtig verstehe. Ja. Wie sehen Sie die also das ist, ich davon? Will Ihnen nur dahingehend widersprechen, dass Sie für einen solchen Plan auch Partner brauchen, die das wollen. Wir wissen seit dem 24. Februar übrigens schon deutlich vorher, Sie können im Grunde das Rad zurückdrehen bis mindestens 2008 und früher, dass Wladimir Putins Ziel, die Ukraine letztlich nicht nur zu besetzen, sondern von der Landkarte zu streichen. Und wir reden von Vernichtung, übrigens ein russisches Zeichen, was wir auch in Syrien gesehen haben, in Tschetschenien. Also diese Komplettzerstörung, wenn die Städte in der Ostukraine sehen, die de facto nicht mehr existieren. Jemand, der ein Land besetzt, hat eigentlich Interesse daran, dass die Häuser erhalten bleiben. Wenn Sie einen Gegenüber haben, der nicht verhandeln will, wenn die Gespräche nicht stattfinden, weil er es schlichtweg nicht will, wenn ich zu Ihnen sage, ich möchte Sie ermorden und Sie sagen, ich würde aber gerne darüber sprechen, wenigstens zwei Arme, zwei Beine zu behalten, dann wird es schwierig, weil dieses Argument, das ja ein positives ist, ist eines von kultivierten Menschen, die sagen, es gibt Momente, wir müssen sprechen. Übrigens auch, Sie kennen Hans-Dietrich Genscher, Gespräche zu suchen. Diese Situation ist heute eine völlig andere. Und die Tragödie, und ich räume ein, ich kann Ihnen heute auch keine Antwort geben, die Tragödie ist, dass Wladimir Putin auf Zeit setzt, dass Europa zusammensteht, sich wehrt, dass die NATO nicht nur steht, sondern jetzt auch um Finnland gewachsen ist und Schweden noch wachsen wird, hatte er ja nicht auf dem Schirm. Putin hält den Westen, Demokratien für komplette Weicheier, die gar nicht in der Lage sind. Und was er jetzt macht, ist, auf Zeit zu gehen. Er hat Menschen, er hat viele Menschen, die er immer wieder reinschiebt. Er hat viel Material, das ist kein qualitativ gutes Material, aber Masse. Und jetzt kommt der Augenblick, da hat der Westen natürlich etwas anderes zu bieten. Und er nutzt übrigens auch die Waffe, weil wir gerade über Flüchtlinge gesprochen haben, dass die Felder vermiemt sind, da wo nicht gesät wird in der Ukraine, kann nicht geerntet werden. Trotzdem finde ich den Gedanken, dass man fragt, okay, die Frühjahrsoffensive kommt jetzt und was passiert danach? Den würde ich dann doch schon ganz gerne auch von Ihnen beantworten. Frau Maischberger, was, wenn diese Frühjahrsoffensive nicht so erfolgreich ist, wie Sie sich das wünschen und wie Herr Hacke sich das wünscht, was dann? Schauen Sie, wir haben immer darüber geredet, dass es eine Winteroffensive der Russen gibt. Die ist de facto nicht gekommen. Ja, aber Sie wissen. Sie ist nicht, das ist schon wichtig, sie ist nicht gekommen. Und diese Spekulation, wer was, weil eben die Ukraine viel stärker war, natürlich auch durch den Westen aufgeklärt und geführt. Ja. Deswegen, was jetzt kommt, das wissen wir alles nicht. Und wenn wir es wüssten, sollten wir es auch nicht öffentlich debattieren, weil ich glaube, das ist auch einfach gefährlich auch für die Ukraine. Aber worum es mir geht, ich glaube, dass allererst die Ukraine entscheiden muss, was der nächste Schritt sein hat. Denn eins ist klar, wenn Menschen... Warum sind Sie da nicht der Meinung? Ich bin nicht der Meinung, dass die Ukraine alleine entscheiden kann. Wir sind mit dabei und wir sollten Druck machen. Und wir sind natürlich in einer Situation, wo wir das diplomatische Instrument weitgehend aus der Hand gegeben haben. Jetzt ist die deutsche Außenministerin dabei, die ja nun nicht gerade freundlich über China spricht, sozusagen zu sagen, jetzt sollen die Chinesen doch möglichst verhandlungspolitisch vielleicht etwas tun. Warum denn nicht? Ja, nachdem man selbst total versagt hat und nun die Chinesen auch noch unter Druck sind. Nein, nein, jetzt, wir reden uns ein bisschen schön. Frau Strack-Zimmermann. Nein, ich glaube, Moment, wir sind nicht so schön, wie wir tun. Sie meinen, und wenn Sie, wir als Deutsche, wir als wir Europa, als Deutsche, wir als Westen. Ich sage Ihnen, was wir als Deutsche hätten machen sollen. Ich finde, wir haben von Anfang an Fehler gemacht. Das wird mir jetzt klar bei Macron. Macron wird geachtet im Weißen Haus. Macron wird geachtet in Moskau, in Peking, wo immer er hinkommt. Ja, also da muss er spricht über Europa, aber er meint natürlich Frankreich. Ja. Und er kann so sprechen. Ja? Ja. Erstens, weil er Diplomatie versteht, weil er weiß, die Dinge sind nicht schwarz und weiß, weil er sich für eine verhandlungspolitische Position danach, er ist der Letzte wollte ich mal zu Ende führen. Er ist für mich der Einzige, der noch als Verhandlungspartner für alle in Frage kommt. Ja. Also ich will mich jetzt nicht an Macron abarbeiten. Doch, wir wollen jetzt über Macron einmal reden. Der hat ja einen anderen Ton gesetzt. Ja. Da ging es um die Frage China-Taiwan. Ja. Und er hat gesagt, die Europäer sollen aufpassen, dass sie nicht sozusagen als Anhängsel oder Vasall der Vereinigten Staaten in den nächsten Konflikt hineinkommen.
hilfreich oder nicht? Nein, das war überhaupt nicht hilfreich. Also erstens mal, Macron hat ja eine andere, spielt ja politisch insofern eine andere Rolle, als dass er eine ganz andere Macht als Präsident hat. Es gibt übrigens kaum eine Demokratie, wo ein Präsident eine solche Macht hat. Und er hat Atom? Er ist nach Peking geflogen. Ja. Die Chinesen haben dort alle Register gezogen und ich glaube, er hat sich für einen Augenblick wie Ludwig der 14. gefühlt, wie dem auch sei. Nein, es war nicht hilfreich. Warum? In dem Moment, China könnte durchaus eine Rolle spielen, denn China hat Russland grünes Licht gegeben. Wir erinnern uns, Putin war vor dem Angriff in Peking. Peking hat auch das Thema Atombombe übrigens, ist völlig ruhig geworden, seit Peking gesagt hat, lass es sein. Genau. Dass in dem Moment Macron den Europäern sozusagen den Stuhl unterm Hintern wegzieht, halte ich für schwierig. Interessant, dass der Élysée übrigens keine 24 Stunden später das relativiert hat. Ja. Also der Zusammenhalt Europas, ich sage es so, der Zusammenhalt Europas ist ein Wert an sich. Ist aber eine die Zusammenarbeit, darüber können wir jetzt stundenlang reden, ja. Der Zusammenhalt Europas funktioniert in diesem Ukraine-Krieg, ist keine Fiktion. Wir waren selber überrascht, wie. Das ist das eine. Das zweite, das Zusammenwirken mit den Vereinigten Staaten. Das ist ja das, was er in Frage gestellt hat. Ja. Das zu machen, in dem Moment, wo er in China ist, ich habe wirklich gedacht, was ist aus dem Macron geworden der letzten Jahre? Sei es drum, ich bin anderer Meinung, die Ukraine... Das ist ja eine wichtige Frage. Nein, das ist ja tatsächlich die wichtige Frage, die ja, wir haben sie gestern auch besprochen, ist die Frage, wo stehen wir, wenn es einen Konflikt gibt zwischen den Vereinigten Staaten und China? Und Herr Hake, das geht an Sie, denn es heißt, dass in Taiwan im Prinzip dieselben Sachen verteidigt werden wie in der Ukraine, nämlich eine liberale Demokratie, westliche Werte. Das sehen Sie nicht so? Nein, überhaupt nicht. Warum nicht? Weil Taiwan ist eine Musterdemokratie, ein Land, was verteidigt werden muss, aber natürlich vorsichtig. Die chinesische, innerchinesische Lage ist ganz diffizil. Da soll man ganz vorsichtig sein. Aber Taiwan ist verteidigungswürdig, ist eine Demokratie. Und Ukraine ist wirtschaftlich nicht? Lassen Sie mich ausreden. Ja, ja. Das ist der Unterschied. Das ist alles in Ansätzen vielleicht in der Ukraine. Da gibt es auch eine Zivilgesellschaft, aber da sind ganz andere. Nee, dazwischen sorry. Ost- und West-Ukraine gibt es Nein, auch kulturell. Sorry. Lass mich was zu ändern. Ja. Das ist das andere. So, ich komme auf Macron. Macron ist für mich ein Vorbild. Und zwar hat er es aufs Tapet gebracht, weil er sagt, er hat es nicht so gesagt, wenn wir nicht aufpassen, werden wir zwischen Amerikanern und Chinesen eingesandwiched. So, Amerika ist im Niedergang. Ich muss das nicht weiter erörtern, wie es innenpolitisch aussieht. Wir haben eine republikanische Partei, die schon un- oder antidemokratisch ist. Also dagegen, jetzt müssen wir das dagegen, mal abschichten. Moment, sorry. Dagegen es ist die AfD fast Moment, sorry. Moment, schauen Sie Leute an. Aber viele Argumente sagen, vergessen Sie, wo Sie angefangen haben und da, wo wir hinkommen. Sie ist im Niedergang. So, Sie sind jetzt einmal um den Globus rum. Sie führen auch Stellvertreterkrieg. Und Sie haben... Es geht Ihnen also, vielleicht auch um Demokratie. Ich höre aus Ihren Stimmen, dass Sie glauben, Macron hat recht, dass man Macron sich eine gewisse Unabhängigkeit... Wir dürfen darf ich das uns mal nicht, weitergeben? Nein, nicht einsandwichen lassen, sondern Frau wir brauchen Marie? Mehr Agnes? Diplomatie. Und er ist der Einzige, Frag der Zimmermann. Dieser Konfrontation es versuchen so, würde. Bitte. Also ich würde gerne... Nein, weil das war jetzt ein solcher Ritt um den Globus, dass man nicht mehr weiß, wo Nord und Süd ist. Wurde ja unterbrochen. Nein. Jetzt mal der Reihe nach. Also, wir haben es mit einem Angriffskrieg zu tun und Peking hat es gutiert. Peking beobachtet ganz genau, wie resilient Europa ist. Peking schaut ganz genau hin, welche Kraft die NATO hat. Und Peking wird mit dem Klammerbeutel gepudert sein, diesen Fehler jetzt kurzfristig in Taiwan auch zu machen. Tatsache ist aber, ich war im Januar in Taiwan und ob man mit der Präsidentin im Außen- oder dem Verteidigungsminister gesprochen hat, in Taiwan herrscht große Sorge aus folgendem Grund. Die Straße von Taiwan ist an der schmalsten Stelle nur 140 Kilometer. Ein internationales Gewässer, wo übrigens all die Fracht des gesamten Handels läuft durch diese Straße. Die Chinesen versuchen, diese Straße sozusagen zu chinesischen Gewässern zu machen. Damit greifen sie in etwas Heiliges ein, nämlich in den internationalen Gewässer, die für alle zugänglich sind. Das ist nicht profan. Und ich finde den Vergleich, Taiwan lohnt sich zu verteidigen und die Ukraine nicht. Das haben Sie ja jetzt gerade. Das finde ich Herr Professor, ein No-Go. Ja. Ich war mehrmals in der Ukraine. Durch nichts
ist gerechtfertigt, dass Russland die Ukraine angegriffen hat. Stimme ich Ihnen doch voll zu. Das habe ich. Da sind wir einer Meinung. Man muss es immer wieder sagen: 20.000 Kinder verschwunden, ja. Vergewaltigungen von morgens bis abends, Folterkeller. Nur einfach, um mal einzuordnen, was sich da gerade abspielt. Und jetzt noch mal auf Taiwan in China zu kommen. Ja, die Frage ist ja eigentlich, wo wir da stehen. Sie sind absolut dagegen, dass die Europäer sagen, wir müssen uns da eine eigene Position, ein bisschen abgekoppelt von den Amerikanern, etablieren, damit wir nicht in den nächsten Konflikt Ich bin. Europa hat einen Wertekanon. Ich bin der Meinung, wir unterstützen die Ukraine, die übrigens in großer Mehrheit Richtung Westen schaut. Und wenn Sie mit jungen Leuten dort sprechen, die Hoffnung haben, irgendwann, das ist ein langer Prozess, in Europa aufzugehen. Das ist ein Wert an sich. Wenn wir das zulassen, was Putin vorhat, ist morgen Moldawien wieder dran, ist übermorgen Georgien wieder dran und dann kommen die baltischen Staaten wieder dran. So. Und das muss man einfach einpreisen. Sie glauben das nicht, Herr Hake, ich merke das. Ich glaube es nicht, aber ich gebe ihr in folgendem Recht. Sie hat in der China-Politik, gebe ich ihr völlig recht, dass China in keinem Fall einen Krieg dort versuchen würde. Wir aber trotzdem alles machen müssen, damit Taiwan stark bleibt. Ich stimme Ihnen auch zu mit der Taiwanstraße, aber lassen Sie mich auch als alter Professor sagen, was wir sehen, ist in der Geschichte nicht neu. Das ist Aufstieg und Fall von großen Mächten. Hier ist eine, eine aufsteigende Macht und Amerika. Und Amerika hat das in seiner Geschichte noch nie erlebt. Ja? Und wenn die Republikaner und Demokraten, ich höre mit denen auf, in ihrem Hass und ihrer Wut und Enttäuschung, dass nun eine andere Macht sie ablöst. Was wirklich neu ist, und damit unvergleichbar mit der Vergangenheit, dass wir in einer digitalen Welt leben, dass der Cyberkrieg, der Einfluss versucht auf uns, wie wir hier sitzen, von dem wir gar nicht mehr wissen, sind die Bilder echt. Ja. Der Angriff auf die Infrastruktur, auf das, was berichtet wird, das hat es so nicht gegeben. Es ist eine völlig andere Dimension. Nein, jetzt bin ich dran. Ich widerspreche Ihnen ungern, aber das ist eine Dimension, die es vor 20, 30, 40 Jahren nicht gegeben hat. Aber glauben Sie mir, wir sind keine Klosterbrüder. Die Amerikaner machen dasselbe mit Iran und die Israelis auch. Und Sie erlauben mir, dass wir an diesem Moment einen Punkt machen, weil ich Sie gerne einladen möchte, wenn wir vielleicht in ein, zwei, drei Monaten nochmal an der Frage stehen, Plan B, wenn Sie mir das gestatten, würde ich gerne... Ja, gerne. Ja. Ich habe nämlich eine letzte Frage an Frau Strack-Zimmermann. Gut, die betrifft ein bisschen das, was sie politisch in der Zukunft tut. Sie verlassen Berlin, Sie werden Spitzenkandidatin der FDP in Europa. Gehen nach Brüssel? Wer soll dann den Kanzler ärgern hier? Also, liebe Frau Maischberger, erstens mal hoffe ich, dass Sie mich trotzdem weiterhin einladen. Also, Sie gehen wirklich? Zweitens, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das entscheidet die Freie Demokratische Partei. Wir sind ja in der Demokratie. Die hat sich offensichtlich festgelegt. Und die Überlegung, sich mit Europa zu beschäftigen, übrigens auch sicherheitspolitisch, das trägt mich auch, weil ich gerade in den letzten 14 Monaten sehr intensive Auseinandersetzungen mit einer grauenvollen Situation, es mehr denn je entscheidend ist, europäisch zu agieren. Wir werden das, worüber wir gerade diskutiert haben, nie und nimmer. Aber in Europa sind Sie eine von ganz vielen. Hier in Deutschland sind Sie... Es gibt mehr Parlamentarier im Bundestag als im Europäischen Parlament. Wussten Sie das? Nein, aber von vielen hört man nicht so viel. Und das, was Sie hier machen, ist doch etwas, was Sie aufgeben dann. Sind Sie dazu bereit? Glauben Sie, dass Sie da mehr bewirken können? Also, im großen europäischen Chor. Schauen Sie... Sie kennen ja diesen Spruch, wenn man hast eine Oper, schicke ich nach Europa oder sowas. Wissen Sie, ich glaube, dass wir viel europäischer denken müssen. Ich wünschte mir, dass das mehr tun. Okay. Und wenn die Freien Demokraten der Meinung sind, dass ich die Richtige an dieser Stelle wäre, dann werde ich mich dem fügen. Und es obliegt Ihnen aber, auch mal Europapolitik einzuladen. Ein Wahlplakat hätten wir auch noch. Wir gucken drauf. Damit haben Sie sich 2020 als Bürgermeisterin von Düsseldorf beworben. Die Silberrücking, apropos Oper nach Europa. Das wäre sozusagen der Slogan, mit dem Sie da hingehen wollen? Ich glaube, dass der Witz über Europa, wenn ich das kurz sagen darf, wir die Kraft Europas unterschätzen.
Und ich wünschte mir, dass wir deutlich europäischer denken. Ich weiß, es ist sehr komplex. Ich weiß, dass jedes Land in Europa eine eigene Perspektive hat, hat auch geografische Gründe. Aber als deutsche Staatsbürgerin und Politikerin wünschte ich mir, dass wir in Deutschland eine größere Rolle in Europa spielen. Und wenn ich meinen kleinen Beitrag dazu leisten als darf, als Silberrücken in Brüssel, könnte man auch Herrn Macron von Europa aus mal ärgern. Also Sie sehen, es gibt genug, die man ärgern kann. Vielen Dank auf jeden Fall. Wir sind gespannt, wie das hier ausgeht. Maria Agnes Strack-Zimmer, vielen Dank, Professor Hacke. Wir sehen uns dann wieder in ein paar Monaten.